Ich bin kein Idiot, ich bin kein Boot, ich bin kein Kot, ich bin Brot. Käsejagd. Holt an ein Part von... I am Brett. Holt an ein Part von I am Brett, wir spielen was Neues, wir spielen heute einen neuen Modus. Und ich würde sagen, ich esse mal schnell runter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir wollen mal spielen und diesmal geht's um die Käsejagd. Die Bagelrun haben 100%, Randale 100%, den Story-Modus werde ich wahrscheinlich mal streamen zu 100%, muss ich mal gucken, wie ich das machen kann. Aber wir machen jetzt die Käsejagd in diesem Projekt und ich freue mich schon irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was wir machen muss. Wir sind ein Knäckebrot. Okay, wenn ich jetzt gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht ein Knäckebrot hier drauf gelegt. Finde den Käse. Was? Finde den Käse. Wo soll der Käse sein? Wie geht denn das überhaupt nochmal? Ich habe vergessen, wie es geht. Ah, so geht das. Okay, Steuerung, ich bin voll draußen. Ich habe nämlich locker ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Da ist ein Käse. Das stinkt ja auch ziemlich hier. Wahrscheinlich muss man den dadurch erkennen, dass er stinkt. Und jetzt machen wir mal so. Kann man den nicht umhauen? Wie kann ich jetzt den Käse finden? Muss ich den berühren oder... Kann ich hier irgendwas umwerfen? Ich mach's mal anders, nochmal LB. Gehen wir jetzt hier hoch. So. RT. Der Käse ist unten. Ich muss den jetzt irgendwie nehmen oder so. Was muss ich mit dem Käse machen? B. Jetzt hab ich den Käse. Wo muss er hin? Wo muss ich den Käse hinbringen? In den Toaster? Nee. Integrität. Ich glaube nicht, dass ich in den Toaster bringen muss. Da ist auch noch ein Käse. Was soll ich mit dem Käse machen? LB? Okay, ich weiß nicht genau, was ich mit dem Käse tun soll. Ach, jetzt zählt er als gefunden. Ach, ich muss ihn auf mich drauf tun. Okay, okay. Ich hab's verstanden. So, dann laufen wir mal hier rüber. Da ist nämlich auch ein Käse, wie man sehen kann. So, natürlich nicht ganz runterfallen. Weil es gefährlich sein kann. Als Brot, so. Erstmal Terrain her. Wir müssen ja hier einen guten Sprung vollführen. Okay, das war nicht so der optimale Sprung. Okay, das auch nicht. LT, geh mal hoch. Okay, er geht nicht hoch. Aber anscheinend ist der Boden hier gar nicht dreckig. Ist gut, ist gut, ist gut. Dann können wir auch am Boden rumrobben. So, dass das Knäckebrot auch nicht anfängt zu knacken. Also zu knacken. Okay, das tut anfangen zu knacken. Nicht gut. Sehr schlecht eigentlich. Oh shit. Aber solange es noch 75 Integrität-Dings hat, sollte echt klappen. Ach, ich glaube, ich soll da nicht zu schnell gegen irgendwas hauen. Wieso fällt jetzt der verdammte Stuhl um, wenn sich der... Was? Wieso fällt der Stuhl um, wenn ich mit dem Brot was mache? Das macht doch keinen Sinn. Egal, egal. Wer doch nicht mit einem Knäckebrot einen Stuhl umgeworfen? Der soll sich bitte jetzt melden. So. Wir gehen hier hoch. So. RT, RT. Ja. LB, 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 ja. LT, LT ist das andere. So, ja, sehr schön, wir kommen jetzt du hier hoch. Hoffe ich mal. Hallo, LB, sehr schön. Und dann jetzt hier nach oben. Irgendwie? Nein, jetzt aber. Komm, 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 komm. Ja, schnell, schnell. Nein! Oh, jetzt bin ich wieder ein bisschen gebrockt. Okay, man muss sich echt beeilen beim Klettern, das ist klar. Weil wir dürfen nicht so oft fallen, weil wir ein Knäckebrot sind. Und wir knacken können. Zerbrechen können. So heißt es. So, nach oben. So geht's aber nicht nach oben. Egal, ich muss mich nochmal konzentrieren. Also die Runde wird jetzt eh rekordtechnisch richtig schlecht, das ist klar. Aber ich muss auch erstmal ins Spiel wieder reinkommen. Ich habe es ja ewig nicht mehr gespielt, wie ich gerade schon gesagt habe. So. Okay, so geht's nicht. Okay, okay. LT, so. Das ist gut. Dann LB, so einfach so nach oben, geht das? LT, das wäre voll optimal, wenn es so worken würde. Und voila, nein,
Wir sind im Stuhl drinnen. Ach komm. Was war das denn? Wir waren im Stuhl. Das ist halt nicht. Das war uncool. Wieso klettern wir nicht einfach einen Tisch hoch? Ich glaube, der ist stabiler, oder? Probieren wir das aus? Vielleicht wirkt es ja auch. Wir sollten eigentlich beide nehmen. Das geht besser. Wenn es klappt. So. Nein! Alter, ich sehe schon, dass ich ganz zerbreche hier. So. Nein, nein, stopp, stopp, stopp. So. Dann LB. So. Dann sich hier ein bisschen drehen. LT gleich. So. Dann RT vielleicht. Nein! Ich bin jetzt echt gleich ganz kaputt, wie man sehen kann. Es läuft nicht gut, gar nicht gut. Wie soll man auf diesen Tisch hochkommen? Okay, RB, dreh dich mal so um, vielleicht. Brot, geht das? So. Ja, nicht ganz so. So. Ah, doch nicht so. Dreh dich mal so um, so. Ja, ja, genau so muss es sein, so. Okay, dann lade ich hier mal auf, mach. Gekneckt, warum? Ich wurde gekneckt. Das war kein Hackerangriff, sondern ein Knackerangriff. Oh nein! Nochmal. Ich glaube nochmal. Okay, wir müssen es einfach auf das Teil drauflegen, so weil ich das verstanden habe. Aber das ist echt nicht ganz easy. So, einfach hier durch. Aber hier sind 5 Dinger, das kann nicht wahr sein. LB. Ach, mach doch LB hier. LB. So. Okay. Kommst du runter, Käse? Der will nicht runterkommen, der Käse. Doch. Jetzt ist er da. So, wo ist denn der andere Käse? Ich weiß nicht. Da oben! Junge, wie soll ich denn da hinkommen? Okay, mach ich den jetzt mal zuerst. Wir haben jetzt schon wenig Knackness, also ist nicht so gut eigentlich. Wir dürfen auch nicht so weit runterfallen. Deswegen sollten wir langsam hier runter gehen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel knecke. Oh scheiße. Jetzt haben wir auch noch so ein Teil drauf. Oh. Mann, das ist voll schwer. Das, ich dachte nicht, dass es so schwer ist. Ich meine, es ist halt einfach wie das normale Toastbrot, einfach noch schwerer. Nein, du fällst nicht um, du fällst nicht um, bitte. Oh shit, das könnte schwer werden. Wenn ich jetzt aber hier rüber gehe. Und jetzt. Dann die Wand. Sehr gut. Jetzt ganz fix nach oben, wenn ich was sehen würde. So, sehr schön. So, hier rüber. Sehr gut eigentlich. Wir haben immer noch 50%. Das ist nicht schlecht. Kommen wir da vorbei. Würde ich mal behaupten. Bitte nicht so rumeiern, dankeschön. So. Hier rüber. So, jetzt. Nein, bitte. Brot. So, sehr schön. Und so nach oben. RB. RLT. Nein. So. Ich muss mal schauen, dass ich das Richtige loslasse. Ja, sehr fresh. Jetzt haben wir schon mal den hier. Wo ist der nächste? Wir müssen immer noch 3 finden. Einer ist da hinten. Ja, aber die anderen? Junge, alles klar. Gehen wir mal in diese Richtung. Ich weiß eh nicht, ob ich da irgendwie wieder runterkomme, ohne dass ich hier total zerbreche. Vielleicht macht es am meisten Sinn, den obersten als letztes zu machen. Vielleicht, das weiß ich natürlich nicht. So hier. Ne? Wieso habe ich mir jetzt eine Karte was gebrochen? Also mein Brot. Geht's da runter? Ja, da ist noch eins. Und dann ist da hinten noch eins. Und wo ist der letzte? Ich weiß nicht, wo das letzte Brot ist. Okay. Wir müssen auf jeden Fall runter. Hier oben ist nichts mehr. Nope.
So, nicht runterspringen, sondern runterklettern. Das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich bin in allen Modi konnte man eigentlich runterspringen. RT geht es? Nein, es geht nicht. Dann LB. Nein, schnell irgendwo festhalten. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Okay. Mich dreht's ja ein bisschen. LB und jetzt hier drauf. Sehr fresh. RT geht es? Nope. LT, LT, LB, irgendwas. Nein, nicht da lang. So. Aber RT geht jetzt hier drauf. So, dann noch zwei Käsesorten. Einmal da hinten. Wo ist der andere Käse? Ist hier im Katzenklo? I don't know. Wir müssen aber eher auf dem Boden eigentlich. Wenn wir einmal am Boden sind, dann sollte eigentlich nichts mehr passieren mit Sachen Fallschaden, außer wir stellen uns wieder richtig dumm an, wie gerade eben. Das werden wir dann sehen. Ich sehe gerade gar nichts. Hallo? Nein. So. Oh Gott. Okay, das war knapp. So. Nein, geht weg, ihr Pfannenwender und sonst was. Löffel. Nein, 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 nein. Okay. Ich sehe. Wo ist denn der letzte Käse? Drei Käse hoch hier. Hier unten. Könnte sein. Ich muss auf jeden Fall in die Wand, weil hier runterspringen wäre das Dümmste, was ich tun könnte. Ja, das war zu schnell. Also ich glaube, das schaffe ich wieder nicht. Ich glaube, ich schaffe das aber nicht. Ich glaube auch nicht daran, dass ich hier schaffen werde. Egal, ich schaffe das schon irgendwann, irgendwie, irgendwo. So. Erstmal warten, bis wir wieder greifen können. Sehr schön. Nein. Oh Gott. Okay. So, dann hier runter. Wir sehen auch sehr lecker aus, muss ich sagen. Mit sehr vielen. Wie heißt denn das? Ich hab's vergessen. Nicht Krümeln, sondern mit Sämlingen. Ihr wisst, was ich meine. Körnern, so heißt es. Wo ich Sämlingen auch gut finde. So. RB. RT, nein, RT, RB, nein, das ist das Falsche. Junge, das ist so schwer. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Okay. Ist hier der letzte Käse eigentlich? Ich darf mich nicht zu schnell bewegen. Ich habe Angst, dass ich mir das Schaden mache dadurch. Ich darf mir nichts brechen mehr. Ist hier noch was? Wo soll denn der letzte sein? Da oben bei dem. Als ob das da oben bei den. Oh, da war ich doch gerade. Okay, dann mache ich doch erst den Tisch und dann gehe ich dahinter. Das könnte eine Idee sein. Ich werde mir wahrscheinlich eh was auf dem Weg brechen. Deswegen. Naja, ich gebe mein Bestes. Ich weiß, by the way, noch gar nicht, wie ich das Projekt aufziehen möchte. Ob ich da viel schneide oder nicht. Das weiß ich einfach noch nicht. Wird sich dann aber zeigen. Da vorbei. Aber ich glaube, wenn ich nichts schneiden würde, wäre es wahrscheinlich so langweilig. Und wenn ihr euch wundert, wieso kommt der auf einmal wieder mit Iron Bread? Wer mich länger kennt, der weiß, dass ich schon öfter Iron Bread gespielt habe auf meinem Kanal. Und dass es immer so eine Tradition ist, so alle 4 Monate? Nee. Nee, ich habe jetzt eigentlich keinen richtigen Rhythmus, aber so alle halbe Jahre ungefähr gibt es einen Modus von Iron Bread. Einfach so, weil ich spiele gerne Spiele. Das ist total schwer. Aber macht total viel Spaß. So, da lang. So. Und jetzt hier hoch. Was liegen da für Körner? Interesting. So, hier lang. So. LT. Drehe ich mal andersrum, bitte. Okay, ich chill hier nochmal. LB und LT. Ich kann auch so hochklettern. Wieso sterbe ich immer daran? Immer dieses Teil. Okay, nochmal. Das knackt. Das. Get knackt, würde ich sagen. Gott. Okay, ich bin nicht rausgekommen. Ich habe mich gerade irgendwo festgebracht. Ich gehe nochmal selber raus. Es ist uncool. Wir dürfen aber auf keinen Fall
Wir haben jetzt einfach schon 7 und... Ne, das kann nicht sein. Können wir da rauskommen aus der Knäckebrotpackung ohne zu knacken? Das wäre eine wunderschöne Sache. Dann würde ich mich aus der... feiern. Ja, tatsächlich. Wir haben es gerade geschafft. Sehr vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Ich tue mir hier selber weh. Vorsichtig, mein Freund. Ich glaube, die Äpfel sollten nicht so hart sein. So. Nein, Apfel. Ich gehe weg. So, hier durch. Ja. Komm. Sehr schön. Okay, so geht's natürlich nicht. LT. So. Vorsichtig. Okay, es hat geklappt. Sehr, sehr vorsichtig. Jetzt bin ich unter der... unter dem Teil hier, aber wir können uns ja ein bisschen auch so vorbewegen. Dauert zwar nur ein bisschen, nur ein paar Jahre, aber es geht. Okay, jetzt machen wir mal so. Ziehen hier was raus, geht das? Oder wir machen es einfach anders, dass wir einfach draufklettern. Okay, das war sehr cool, obwohl es uns eigentlich nichts gebracht hat. Aber wenn wir das Spiel gespielt hätten, dieses mit den rausziehen, dann wären wir sicher gut gewesen. So. Bitte nicht auf uns drauf. Es ist nicht auf uns drauf. Wir haben immer noch alle Leben. Sehr schön. Wir müssen da jetzt hoch. Okay. Ist kein Ding. Das schaffen wir. Haben wir gerade eben auch geschafft. Oh, das war unglücklich. Shit. Aber Concentration, das schaffen wir. Ich wusste gar nicht, dass man so auf der Seite liegen kann, Leute. Okay. Wir gehen die Wand hoch. Das ist, glaube ich, am allerbesten. Erstmal hier aufladen, so. RT. LB. RT. Oh Gott, was tue ich hier? Nein. So, RT. So. Ich muss hier irgendwo nach oben. LB. Nee, RB, RB, RB. Jetzt ist hier rein. Ich sehe gerade gar nichts. Aber hier ist auf jeden Fall Käse. Ich sehe aber echt gerade gar nichts. Die Kamera ist gerade sehr uncool. Oh ja, es geht. Hier ist nämlich der Käse. Sehr fresh. Wir haben zwei Käsestücke. Und müssen jetzt den Kühlschrank hoch. So, RT. Komme ich da RB hin? Nein. LB? Ich komme hier gar nichts hin. Doch, LB jetzt sogar. LT. Junge, ich habe richtig Krämpfe im Finger gerade. Ich muss eh nur irgendwie hier hochkommen. Und jetzt sind wir auch schon oben, sehr schön. Kommen wir da durch, ich will es nicht riskieren, nicht, dass wir da auseinanderbrechen. Wir gehen hier lang. Hier können wir eigentlich den runterhauen, theoretisch. Ach komm, da kommen wir schon durch, das geht schon irgendwie. Okay, wir müssen jetzt nicht unbedingt runterwerfen. Wo schon irgendwie lustig wäre. Nein, wir machen das nicht, wir bekommen dadurch nur Schaden. Wir sind hier nicht beim Randale-Modus. Mit dem Baguette, wo wir einfach alles kaputt machen können. Das war aber geil. Das war echt ein cooler Modus. Der hier ist eher ein bisschen kniffliger, wie der Hauptmodus eigentlich. Nur in noch schwerer, finde ich. So, LB. RT. LB. So, alles gut. Dann jetzt ganz ruhig. LT vielleicht. Jetzt umfallen. Okay, alles gut. Jetzt haben wir ja sogar schon unseren dritten. Sehr schön. Wir gehen da runter. Das haben wir ja vorher ganz gut geschafft. Das schaffen wir jetzt bestimmt auch wieder. Ich hoffe nur, dass ich... Aber vielleicht sterbe ich immer an diesem Tischbein. Es könnte sein, dass ich über den Stuhl laufen muss. Das könnte natürlich gut sein. Wow, das war ein bisschen risky, muss man sagen. So, gehen wir mal da lang. So, hier können wir wieder runterklettern. Wir gerade eben auch schon. So. RT. Okay, aufladen. So. LB können wir machen, sehr schön. Dann können wir hier ein bisschen. Bisschen risky hier fallen, aber solange wir in der Wand sind, ist ja eigentlich alles gut. So. Okay. Haben wir gut gemacht. So. Nun war der Teller nicht vorher unten gelegen? Okay, ich weiß gar nicht, wo der lag gerade eben, aber ist egal, wir sehen es auf der Mikrowelle immer noch. So.
So, obwohl, ich glaube, der war genau da. Sonst wäre es irgendwie komisch, wenn der woanders wäre. So, kann ich da nicht irgendwie hoch? Das wäre schon ganz cool, wenn ich da hochkommen würde. Irgendwie hoch? Ich will den. Okay, wir sind drauf. Nehmen wir Käse mit, hallo? Sehr schön, dann gehen wir hier mal lang. Bitte nicht den Teller mitnehmen. So, sehr schön. Jetzt Concentration. RB. Okay, das ist gerade ein bisschen risky. Ich sehe hier gerade gar nichts. So, sehr schön. Puh, noch eine, aber die wahrscheinlich die schwerste, weil wir den Tisch nicht hochkommen. Ich glaube, wir sollen den Tisch auch gar nicht hoch. Sonst hätte das ja irgendwie geklappt. Okay, wir stecken hier fest, nicht cool. LT, schnell runter jetzt. Schnell runter. Ja, das war doch ganz cool. Das können wir sagen, dass es cool war. Ich hoffe nur, dass ich mir jetzt hier nicht wehtue beim Fortbewegen. Das wäre ziemlich uncool. Okay. Ich habe nur kurz am Handy was geschaut. Schnell, gib Gas. Aber das dann noch mit Zeit. Also, wehe, das ist irgendwie asozial, weil... Das wäre dann schon krass. Ich meine, ich gebe ja eh mein Bestes hier schon. Aber wenn das echt zu heftig ist, dann werde ich das wahrscheinlich mal in einem Stream anpeilen, dass ich da mal ein bisschen was dann, die Prozente dann noch jage oder so, muss ich dann mal schauen. Aber wenn hier das, der erste Level schon zu heftig ist. Ich will aber gerne über einen Stuhl gehen. Obwohl, das klappt doch nie über einen Stuhl. Das klappt doch echt nie. Da sterbe ich doch safe. Ich muss über den Tisch. Aber. Ich muss über den Tisch. Über den Stuhl schaffe ich das einfach nicht. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht wieder knecke beim Tischbein. Erstmal muss ich zum Tischbein kommen, wie ich mich hier gerade anstelle. So. So, in die Richtung. Terrain. So. Gut, und jetzt langsam und ohne Stress warten. So. So. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. LB, LB. Okay, uncool. Wir müssen nochmal runter. Shit. Aber wir haben noch. Alles okay. Aber ich muss runter, weil wenn ich von ganz oben runter gefallen wäre, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Oh mein Gott. Okay, jetzt nochmal. Wir waren ja echt nicht schlecht bisher. Und ich hoffe, dass es jetzt... Wieso breakt das immer so? Wahrscheinlich war der Winkel schlecht. So, jetzt nochmal. Hier hoch. Nein, das weg und jetzt hier hoch. Ja, sehr schön. Und wo ist der Käse? Da hinten. Auf Marmeladenglas, okay. B hier vorbei. Oh Gott. Ich will mal ansprechen, das ist das erste Level. Wie soll das nächste dann aussehen? Ich bin doch schon auf dem Käse drauf, jetzt aber. Jetzt nimm doch den Käse! Nein, das ist es nicht, der Käse. Alter Schwede. 6 Minuten. 2 Minuten. Wie soll ich das in 2 Minuten schaffen? Okay. Ich würde sagen, das war's von dem Part. Danke fürs Anschauen. Euer Ziggerflick. Tschüss.